Hi Leute, nach dem Extreme Shit Special das letzte Mal, heute nur gute Neuigkeiten. Die erste natürlich, das hört ihr sofort, mir geht's wieder sehr, sehr, sehr viel besser. Also es ist kein Vergleich mehr, die Stimme ist noch ein bisschen rau vielleicht, aber ich denke, das wird auch noch. Das zweite ist, und da sage ich echt Gott sei Dank, der Wasserschaden war halb so schlimm, wie man dachte. Und zwar gab es noch einen weiteren Haupthahn, von dem weder der Klaus noch ich etwas wusste. Also sprich, wenn da wirklich ein Haupthahn offen gewesen wäre, dann wäre das Wasser nicht nur so ein bisschen rausgeschlichen oder getröpfelt, das wäre herausgeschossen. Woher kam das Wasser? Das kam aus dem Heißwasserboiler durch die Erhitzung. Mit der Zentralheizung hat sich das Wasser ausgedehnt und ist oben aus diesem Leitungsloch rausgekommen. Und das war sein einziger Fehler, diesen Blindstopfen oder Blindstutzen da zu vergessen. Aber was da rauskam, war letztlich nicht mehr als 10 Liter. Und das sollte jedes Haus abkönnen. Und was aus dem Pelletslager rauskam, beziehungsweise am Pelletslager außen entlang lief, das lief entlang der Schläuche, ist auf dem Betonboden getropft und dann natürlich wieder hochgespritzt und hat die Platte entsprechend benetzt und dadurch quoll die dann auch schon oberflächlich auf. Aber da das eine doppelwandige Verkleidung ist, war das nur die äußere Platte, die innere ist trocken. Es ist kein vierstelliger Versicherungsfall, sondern es muss einfach nur wieder austrocknen. Dann gibt es noch gute Neuigkeiten. Zu dem Buschbausatz, da weiß ich wirklich nur Erfreuliches zu berichten. Die Teile sind perfekt gearbeitet, passt alles bestens ineinander. Sie haben Verdrehschutz, man kann sie wirklich nur so zusammenfügen, wie sie zusammengehören. Also das ist schon mal das Allerwichtigste. Man hat nicht so wie bei dem Weingut das Problem, dass man Platten oder Teile falsch rum einbauen kann. Es ist sogar bezeichnet, wo oben oder unten ist. Eine ganz tolle Sache. Und sie passen perfekt. Ich habe bisher keine Nacharbeit gehabt. Und das macht schon Laune, muss ich schon sagen. Und dazu passt dann auch noch mein Kalenderspruch von gestern. Perfekt. Also es hat sich der ganze Ärger eigentlich aufgelöst. Und heute habe ich auch schon den ersten Ausflug gemacht. Zum Abschluss ein paar Szenen dann noch. Aber ich muss mal sagen, zur Firma Busch nochmal. Also ich hoffe, ihr habt den Gag mit dem Klebeband verstanden. Es ist natürlich klar, was die Leute in den Kommentaren geschrieben haben auf Facebook, dass natürlich die Firma alles tun muss, um die Teile eines so hochwertigen Bausatzes gegen Bruch zu schützen, damit sie heile ankommen. Und das ist natürlich logisch. Ich habe natürlich mir einen Gag draus gemacht. Vor laufender Kamera war das schon ein bisschen extrem mit dem Klebeband und es war auch irgendwo lustig, weil es war heftig, wie viel Klebeband da dort war, aber es ist natürlich in Ordnung. Und wenn man das in Ruhe auspackt, ohne Kamera, hat man kein Problem mit diesem Klebeband. Aber so viel vorweg, ich hoffe, liebe Firma Busch, ihr versteht Spaß. Ja, im Folgenden jetzt ein paar Szenen vom heutigen Ausflug. Hallo aus Würzburg-Heuchelhof, hier gerade auf der Brücke über die Straßenbahn nach Rottenbauer. Und das hier ist die Linienverzweigung, rechts Richtung Würzburg-Innenstadt, links Richtung Heuchelhof-Wendeschleife. Dieser Zug entfernt sich Richtung Rottenbauer. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen nach oben, Abo-Button drücken und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bleibt oder werdet gesund, je nachdem. Im Moment sind ja mehr Menschen krank als gesund. Also wenn ihr auch zu den Kranken gehört oder gehört habt, werdet wieder fit. Das wünsche ich euch von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.